Ja, jetzt habe ich fast den Zug hier verpasst, der da von Friedingen in Richtung Beuron fährt. Ein Stück kriege ich noch mit. Beide Züge hoch, wollen zur Lombahn. Und wie schön ist doch der Anblick hier zu dem herrlichen Donautal runter und natürlich auch zum Kloster Beuron und auf die dahinterliegende Bergkette. Da sind ja verschiedene Bergketten zu sehen. Also hinter dem Kloster hier sieht man genau in der Mitte den Spaltfels und in rechter Hand, da filme ich jetzt mal hin, sieht man aber leider nicht den Peterfelsen oder Petersfelsen, sondern noch ein Teil vom Jägerausblick, wenn man da oben ist auf dem wunderbaren Ausblickpunkt, kann man dann rüberschauen nach Irndorf. War ich auch schon, habe eine tolle Wanderung gemacht vor einigen Jahren, könnt ihr euch alles im Internet anschauen. Und ich bin froh, dass schönes Wetter ist, aber was halt immer wieder lästig ist, sind halt die Geräusche vor den Autos und natürlich auch vor den Motorradfahrern. Heute zum Sonntag, den 10. September 2023, stehe ich wieder hier auf der berüchtigten Radfahrerbrücke, Fußgängerbrücke. Und ich stehe hier zwischen Beuron und Hausen im Tal und auch in Höhe vom Rauen Stein. Und ich warte jetzt hier wieder auf so einen Regionalzug, der da in Sigmaringen, wenn er pünktlich ist, um 16.32 Uhr abfahre ich und da müsste es dann bald kommen und dann möchte ich jetzt mal ein bisschen wieder aufnehmen. Der Detlef Fröhlich ist wieder an der Kamera. Wie gesagt, in der schönsten Gegend bin ich hier, im wunderbaren Donautal. Und ich bin auf dem Radnetzweg von Buchheim gefahren, hier durch die schöne Gegend. Und ich fahre wahrscheinlich wieder bloß bis Hausen im Tal und nehme da wieder ein paar schöne Eindrücke mit auf. Hoffentlich kommt denn da ohne einen Zug. Ich habe mal auf den Plan geschaut, aber das müsste hinhauen. Und der Spätsommer, der zeigt sich von seiner schönsten Seite. Wir haben so gefühlte 20 bis 27 Grad und das ist
noch angenehm. Und die Forelle fühlt sich hier in der Donau richtig wohl. Ich höre es ab und zu mal plätschern. Und die lästigen Motorradfahrergeräusche sind halt auch immer wieder mit drauf. Aber wie sage ich immer so schön, ich kann es nicht ändern. Ne? Es gibt wieder einer so schön richtig Gas. Und wie gesagt, da fährt es weiter Richtung Hausen im Tal, Sigmaringen und dann nach Ulm. Und ich fahre jetzt hier mit dem Fahrrad wieder weiter. Und wie gesagt, auch werde ich für euch andere Standorte aussuchen und Filmszenen da machen. Nur für meine Eisenbahnfreunde natürlich, hauptsächlich. Ganz dahinter sieht man wieder die Burg Wildenstein. Und schön sieht es aus mit dem blauen Horizont da im Hintergrund. Toll. Jawohl, das hat jetzt wieder wunderbar hingehauen. Der Zug ist jetzt hier gleich auf der Höhe von Hausen im Tal und fährt dann weiter in Richtung Sigmaringen und weiter nach Ulm. Thank you.
Das ist doch ein herrlicher Anblick hier, das Schloss Fehrenwag und der blaue Horizont. Ich versuche es mal hier ein bisschen näher anzuholen, das Schloss, weil ich habe hier meine Arme auf dem Brückengeländer abgestützt. Dann müsste es besser gehen. Jawohl, schön sieht's aus. Und dann hole ich mal die Schwäne an, die hier auf der wunderbaren blauen Donau schwimmen und sich vergnüge und sich wohlfühle hier in der wunderbaren Natur, umgeben mit Motorradfahrergeräuschen. Leider, ne? Und die putzen sich gerade, die zwei Schwäne. In die Wüste, da ist ein Film. Da macht es so richtig Spaß zum Filmen, hier in der wunderbaren Natur, im schönen Donautal. Und ganz im Hintergrund sieht man wieder das Schloss Fehrenwag. Einfach klasse.
Ja, ich habe jetzt wieder einen neuen Standpunkt mehr ausgesucht. Sieht toll aus, wenn da die Regionalbahn gerade so in der Kurve hier lang fährt. Ich bin jetzt hier kurz vor dem Schloss Wehrenwag stehe ich in Richtung Hausen im Tal. Thank you.
und natürlich wieder Hubschrauber, da ist auch nicht mehr. Oh, ja. Ja, da habe ich wenigstens ein bisschen den drauf, den Hubschrauber. Jetzt hat natürlich wieder mal der Regionalzug, der RE55, aus Ulm kommend wieder 20 Minuten Verspätung. Und ich stehe hier noch am Hausener Bahnhof und warte halt mal auf den Zug. Naja, lasse ich mich mal überraschen, dann werden wieder Träume wahr. Wir haben ja noch schönes Wetter und es ist nicht kalt. Sonne scheint noch ein bisschen. Herrlich sieht es aus da, wenn die Bergmassive da von der Abendsonne so wunderbar beleuchtet werden. Und hier der altbekannte, nostalgisch gelegene Hausen im Tal, Bahnhof. Da sieht er ja wirklich schön aus, ja. Ah, jetzt kommt er denn bald. Die Bahnschranke geht runter. Man hört es am Signal. Dann hat sich mein Warten nach 20 Minuten wirklich rentiert. So viel Verspätung hat der Zug. Jetzt wird natürlich irgendwie ein Signal da gestellt werden. Das Ausfahrsignal in Richtung Beuron. Es wäre halt schön, wenn so ein Dampfzug jetzt hier nochmal vorbeidüsen würde. Das ist halt der Nachteil an so eingleisigen Bahnstrecken. Wenn einer Verspätung hat, muss der andere warten. Und dann summiert es sich halt. Ne? Aber da können die Lokführer und die, die da angestellt sind, da vom Stellwerk, die können da nichts dafür. Ich habe da vollstes Verständnis. Und ich habe ja Zeit zum Warten.